Soderle, hab hier jetzt gerade mit meinem Daddy telefoniert und bin wieder da mit der nächsten Folge. Mensch, da wird heute Abend geschlemmt, da freue ich mich doch schon drauf. Und jetzt werde ich die Sitzung fortsetzen. Noch ein Toter. Oh Gott, Präventiv-Flag-Time. Didn't work. Ich sollte da vielleicht langsam mal was draus lernen. So. So, aber ich bin nicht zu stoppen. Ich bin jetzt selbst kein Kommunist, aber wie sagte einst Erich Honecker so schön, den Kommunismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. In etwa der Stimme. Das war 89. Wir wissen ja, wie das Ganze ausgegangen ist. Da sieht man mal wieder. Und die Gesellschaft guckt zu. Ha! 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 Zack! Sowas kann ich natürlich nicht tolerieren, wenn die Gesellschaft zuguckt. Dann greift Altair ein, liebe Freunde. Dann greift Altair ein. Ha! Ha! Zack! Und nochmal durchgeschnetzelt. Was sagt die nette Dame denn? Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Entführt oder Schlimmeres getan, liebe Freunde. Entführt oder Schlimmeres getan. Ja, komm! Ha? Was willst du jetzt? Jetzt fühlst du dich nicht mehr so stark. Ach Mensch, hier mit meinen Cousins alle zusammenschlagen. Das hat schon was. So, jetzt gehen wir aber erstmal zu einem Aussichtspunkt, um weitere Aufträge uns zu schnappen, die wir benötigen, um die nächste Attentatserinnerung uns zu holen. Ich weiß gar nicht so genau, wen wir hier nochmal umbringen müssen, aber die letzten Völklein sind ja auch schon ein Weilchen her. So, und ich glaube, da vorne kann ich hoch. Sobald die da vorbei sind. Ja, schön macht er das. Bitte nicht umdrehen. Was tut er denn? Klettern, du Idioten, klettern. Was ist denn das für eine Frage? Sieht, dass jemand so ein Ding hochklettert und fragt dann, was er tut. Es ist doch nicht erlaubt, hier zu sein. Ja, das tut mir sehr leid. Aber Gewalt ist keine Lösung. Wo komme ich denn hier hoch? Ah, walk ich hier, glaube ich, mal around. Sondern wer ist das eigentlich, der mich hier die ganze Zeit so komisch bedroht? Kann ich vielleicht hier um? Nee. Hört doch mal auf, so unfreundlich zu mir zu sein. Was habe ich euch denn? Ah, hier sind die schönen Ornamente, an denen er sich festhalten kann. Was lernen wir daraus? Wenn du eine einbruchssichere Bude willst, mach nicht zu viele Ornamente drauf. Ach, schau mal. Sag mal, ha? Euer Leben ist verdammt. Ah, oh, schnell reinspringen, nicht, dass er mich umhaut. Weil da runterzufallen ist, glaube ich, alles andere als gut. Und jetzt einfach mal mitten im Kampf synchronisieren. Manchmal ist das Spiel echt super. Da. Oh, und da geht es auch direkt weiter. Kurze Unterbrechung, hat er eingesehen, fand er vernünftig. Und da sehe ich auch schon Informantenherausforderung, die nächste. Aber liebe Freunde, vor der Informanten-Sache hier würde ich gerne noch mal ein bisschen auf Bürger-Saving-Tour gehen. Bürger-Saving macht ja auch gerne der Xavier Naidoo. Oh. Ne, der war so schlecht, dass er selbst einem geschlagenen, schlechte Witzemacher wie mir tief im Herzen wehgetan hat. Ach du Schande, nee. Xavier Naidoo. Also, ich muss auch sagen, immer wenn ich mir meine LPs dann mal selbst angucke, um zu gucken, was mache ich hier eigentlich für einen Mist, ist das immer ziemlich schockierend, was ich da eigentlich für schlechte Witze mache. So, hier ein bisschen Stress machen, erstmal ein Umrennen. Ah! But he wouldn't have it. Ah! Ah, Mensch. Ha! Jetzt aber. So, das könnte jetzt ein größeres Duell werden. Weg mit dir! Arschtritt! Your face, goddammit! So, 1A, den habe ich da drunter begraben. Und jetzt wird das Ganze auch schon deutlich leichter.
Obwohl ich ja sagen muss, der Kerl da hat schon einiges drauf. Und wisst ihr was? Ich gehe jetzt raus aus. Ach nee. So. Na, komm her. Nein! Was zum... Auf wen hat der denn jetzt gezielt gerade? Irgendwo da hinten hin mit dem Messer geworfen. Hat er denn jetzt ermordet? Niemand. Na, immerhin keinen Unschuldigen er getötet. So. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Also gut, wo bist du? Und liebe Freunde, ich will mich jetzt gerade mal bedanken bei meinen neuen Subscribern. Ich weiß gar nicht unbedingt, wie viele von denen wirklich aktiv sind. Aber es sind ja schon ein paar mehr als letztens noch. Das sind jetzt irgendwie in ein paar Tagen 4 mehr oder so geworden. Das hat mich schon gefreut. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, mir hier beim Let's Play zuzugucken. Ich persönlich freue mich über jeden Zuschauer. Und heiße euch hier herzlich bei Mr. Leonski willkommen. Im Gegensatz zu dem Kerl da. Den habe ich nicht gerade willkommen geheißen. Und jetzt geht's erstmal chillen. Chillen im Dachgarten. Wer weiß, was da noch so passiert ist damals in der Zeit. Das ist ja schon ein bisschen pornorös. Ja, ich gehe ja schon. Ich bin zwar kein Bauer. Und verbitte mir solche Bezeichnungen. Und da vorne ist doch schon wieder der nächste Informant. Just randomly derping around. Ihr wieder, Großmeister? Ja, ich... Sicherheit und Frieden. Ah. Ich bin so froh, euch zu sehen. Oh Mann. In diesen furchtbaren Zeiten fordern sie, dass ich mich beweise. Doch ich fühle mich so wertlos neben euch. Ach Mann. Ich muss zwei von Majid Adins Leuten töten. Aber ohne Kampf. Würdet ihr mir den Weg zeigen? You ich can euch do ewig it. Dankbar sein und eine interessante Geschichte erzählen. Ich sehe es kommen, der erzählt uns die Geschichte von Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Und hält das irgendwie für die epischste Geschichte ever. Naja, Leute ohne Kampf zu töten, sollte ja eigentlich ganz gut gehen. Ich bin zwar ein großer Fighter, aber... Muss ich den da töten? Nee. Wen muss ich denn töten? Den da muss ich töten. Da sollte ich möglichst nicht hier das machen, sondern eher, sobald der da vorbeigelaufen ist und der hier umdreht. Aha! Hier! Und den nächsten. Dieses war der erste Streich. Und der zweite, liebe Freunde, folgt sogleich. Ah, ich hasse es, wenn die mich umschubsen. Das ist so unnötig. Vor allem schubsen sie nur einen selbst rum. Alle anderen werden verschont. So, hier war doch gerade ein guter Ort. Und jetzt heißt es... Reite wie der Wind, Bulli! Ah, du, das muss doch nicht sein. Irgendwer... Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Hier ist oh, meine danke! Meister. Alter, ist der nett. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aha. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ja, das stimmt zwar, dass ich das wusste, aber was ich nicht wusste, ist, dass direkt davor auch Gelehrte sind. Das ist ja interessant. Da gehen wir doch gerade mal zum Büro und lassen uns hier nochmal den Befehl zum Angriff erteilen. Walljump! Chillig. Ha! Ob die beiden wohl schwul waren? Die hingen da so gemeinsam in so einer Ecke ab? Weiß gar nicht, weiß das jemand von euch? Schreibt doch mal in die Kommentare, falls ihr es wisst. Wie war denn das damals in Jerusalem mit dem Schwulsein? Ich weiß, bei den Römern gehörte das so ein bisschen zum guten Ton. Also wer was auf sich hielt, der hatte auf jeden Fall einen sogenannten Lustknaben. Das war meistens ein etwas jüngeres Exemplar des eigenen männlichen Geschlechts. Aber, ja, wie war denn das damals? Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal in die Kommentare. Aus dem Weg. Ach, klasse. Erstmal alle auf den Boden oder gegen die Wand gehauen. Ah!
Verdammt, aber schöner Konter von dem Drecksack. Zack! Na komm, greif an. Haha, voll ins Schwert gerannt. Da wollen wir doch mal gucken, was sie gerade vorbeikam. Zu sagen hat. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist hier geschehen? Übrigens, die Mode damals, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen fragwürdig. Naja. Diese komischen Säcke. Oh, schön. Ein Jerusalemkreuz eingesammelt. Schon 7 von 100, Mensch. Bald haben wir alle. Das hattest du verdient, Mann. Jetzt komm ich mal und schubst dich um. Da schreit er plötzlich. Da schreit er plötzlich. Und bevor es weitergeht, würde ich gerne noch diesen Bürger hier retten. Und dann haben wir, glaube ich, auf dem Fluchtweg. Ich renne hier einfach nur so rum. Ist er auf der Flucht? Nein, bin ich nicht. Ich bin auf dem Weg dahin, eure Kompagnons zu töten. So wie den da zum Beispiel. Oh, der hat mit meinem Angriff aber gerechnet. Das ist wahrscheinlich Mathelehrer. Kennt ihr diese ganzen Anrufswitze? Die sind ja so genial. Zum Beispiel rufe ich letztens bei Spider-Man an. Hat er kein Netz? Ach, guck mal, ein Templer gibt sich hier noch die Ehre. Ha! Das war vielleicht ein Fehler, von dem hier einzusteigen. Haha, Templer eliminiert. Jetzt sehe ich hier zugegebenermaßen nicht so viel. Ach, werfen wollte er nicht. So, aber auch dem konnten wir das Beinchen wegziehen. Und einen Templer haben wir noch gleich damit umgehauen. Das ist doch sehr super. So. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Warum ist sie so vermummt? Komisch, die anderen waren alle nicht so vermummt. Ha. Vielleicht Moslem. Haben die Moslems das damals schon so gemacht? Weiß ich gerade gar nicht. In der Türkei darf man das ja heute. Darf man das ja heute nicht? Da ist das ja sogar verboten, Kopftuch zu tragen, öffentlich. Das ist echt verrückt. Und die Türken, die hier wohnen, die dürfen das. Das ist faszinierend und fast schon ein bisschen paradox. Wir hauen wir uns jetzt hier auf jeden Fall erstmal schön rein. Hier durch diesen Hintergarten. Ja, hier könnte man sich doch bestimmt ganz gut so hinchillen mit einer Shisha. Ein, zwei durchziehen. Aber naja. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. So sieht es aus. Dann legt los. Mann, ist der böse. Der Regent Masht Adin hält nicht weit von hier eine öffentliche Hinrichtung ab. Sie ist sicher gut bewacht. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Und so deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Wie ihr wünscht. Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Ach so, aber gut. Ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Ich gebe ihm keine Chance. Das hoffe ich. So, danke schön. Also, wir haben jetzt noch so einen kleinen Zusatzauftrag, aber der scheint uns nicht so sehr zu beschäftigen. Darf ich jetzt Spule drauf? Vor, ja, zu danke. Aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, liebe Freunde. Und jetzt ist es Zeit. Schaut mal, da sind Gelehrte. Wahrscheinlich sind das die, die da zuschauen wollen. Vielleicht können wir uns ja mit denen zusammen einschleusen. Majd Adin greifen wir also an. Ich glaube, das ist irgend so ein weiterer Statthalter, den keiner mag. Den wir deshalb attackieren sollen. Vergiss es, weder für deine Kinder noch für dich. Kindergeld, das gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Ja, ich würde hier gern durch. Sind hier sonst noch irgendwie Leute? Ha! Ah, da wollte ich gerade mein Schwert ziehen. So, ich schätze mal, ich soll hier wahrscheinlich eigentlich mit möglichst wenig Aufregung rein.
aber ich bin ja eher so der Haut drauf Assassine. Ach so. Solange ich hier entdeckt bin, kann ich da nicht rein. So. Ah, Mist. Sag mal, was ist denn das hier für eine Nulpel? Ah, jetzt klettert er. Ah! Ah! Drecksäcke. So. Ich muss ja sagen, im Allgemeinen hat man hier oben eine etwas bessere Schlachtposition. So, seht ihr? Ich komme nämlich mit diesen ganzen Bewegungsabläufen und so nicht so richtig klar. Da stehen die ganzen Gelehrten. Stelle ich mich da doch gerade mal dazu. Ja und? Was jetzt? Also die Sache läuft also noch nicht. Da muss ich also direkt zum Attentatsziel. Aber prinzipiell bin ich ja da. Ach ja. Schicke, sehr modische Klamotte haben die da. Was ein Star! Ja, und da haben wir gerade eben auch schon unseren Bruder gesehen. Ruhe! Ich verlange Ruhe! Bin da schon ganz ruhig. Menschen von Jerusalem! Hört mich an! Ja, sag mal. Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie sehen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zopf des Verrats und der Sünde, ein Leben voller Angst. Guter Redner. Wollt ihr Taten sehen? Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Mensch, was für ein Held. Ach ja, das sind unsere Kumpanen. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Ja, die zwei kannten sich ja aus mit Geheimhaltung. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge Hallo, Hure, altestes Handwerk aller Zeiten. Sie alle richten. So, liebe Freunde, und wie wir diesen Kerl retten, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.